Fühlst du dich wohl in deiner Küche? Bist du gerne dort? Es heißt, die Küche ist das Herz des Hauses. Und das kann ich bestätigen. Aber es ist auch der Ort, an dem am schnellsten Chaos herrscht. Ja, in der Küche wird gekocht und gegessen, gespielt und gelernt, gelacht und gelebt. Und das sieht man dann und wann auch. Zumindest bei uns. Aber ich habe Wege gefunden, wie ich dem Küchenchaos ruckzuck wieder Herr werden kann. Begleite mich heute bei meiner Küchenputzroutine und ich zeige dir, wie auch du deine Küche in 5 einfachen Schritten in etwa 20 Minuten sauber und ordentlich bekommst. Ich beginne immer mit dem Geschirr und damit die Spülmaschine auszuräumen. Idealerweise kann ich am Vorabend alles dreckige Geschirr einräumen und die Spülmaschine einschalten, sodass wir sie am Morgen ausräumen können und mich kein herumstehendes Geschirr erwartet. So kann ich dann auch entspannter in den Tag starten, als wenn sich wie heute die To-Dos schon vor dem ersten Kaffee auf der Arbeitsplatte stapeln. Und noch ein kleiner Tipp. Generell solltest du Dinge dort unterbringen, wo du sie brauchst. So sparst du dir unnötige Laufwege und somit Zeit. Unsere Tassen zum Beispiel stehen bei uns über der Kaffeemaschine und diese wiederum neben dem Wasserhahn. So geht auch das Auffüllen ruckzuck. Wusstest du, dass Routinen dein Gehirn entlasten? Denn bei Tätigkeiten, die in immer gleicher Art und Weise wiederkehren, schalten wir sozusagen auf Autopilot. Wir müssen nicht jedes Mal neu entscheiden, was wir jetzt machen, wo wir jetzt anfangen. Daher sparen wir uns kognitive Energie. Denn auch Dinge wie Planen und Entscheidungen treffen kosten uns Kraft. Aber nun zurück zu meiner Küchenroutine. Im zweiten Schritt räume ich die Arbeitsflächen und den Esstisch frei. Ich bringe Dinge zurück an ihren Platz und wische die Oberflächen ab. Gestern habe ich mir unter anderem diese Untersetzer gekauft. Ich werde sie später noch ein wenig anmalen, damit sie sich alle ein bisschen unterscheiden. So wie diese hier. So lassen sich benutzte Gläser dann ganz einfach zuordnen und es werden den Tag über nicht ständig neue benutzt. Spart Geschirr und Energie. Aber nun kommen sie erst einmal in die Schublade. Einen neuen Behälter für unseren Biomüll habe ich auch gefunden. Er muss nur noch kurz zusammengebaut werden. Was ich früher nicht wusste, selbst biologisch abbaubare Mülltüten brauchen mitunter Monate, um sich zu zersetzen. Und diese Zeit haben sie in unseren modernen Kompostieranlagen meist nicht. Daher sollten sie besser nicht in die Biotonne. Stattdessen kannst du dir aus den kostenlosen Stadtteilzeitungen ganz einfach und schnell selbst eine Tüte basteln. Und ich zeig dir wie. Du nimmst dir mindestens 2 Lagen deiner Zeitung, die du zusammengefaltet quer vor dich legst. Nun greifst du rechts unter die ersten 2 Seiten und faltest ein großes Dreieck. Lege dann die linke Hälfte des Dreiecks nach rechts um. Genau das gleiche wiederholst du nun auf der linken Seite. Greife auch hier unter die ersten Seiten und falte dein Dreieck. Falte nun den oberen linken Flügel nach rechts, etwas über die Mitte hinaus. Rechts machst du es ebenso. Anschließend drehst du die Zeitung auf die Rückseite und faltest auch hier die Flügel nach innen. Danach klappst du das überstehende Rechteck nach oben und schlägst die linke Ecke in die entstandene Lasche. Mach das auf beiden Seiten und schon hast du deine Biomülltüte. Vielleicht klang das für dich jetzt ein wenig kompliziert, aber ich bin sicher, nach ein paar Mal Falten hast du den Dreh ganz schnell raus.
Gehen wir zurück zur Putzroutine. Und wir sind schon bei Schritt 3. Eigentlich. Denn ich habe noch dreckiges Geschirr entdeckt, das ich vorhin vergessen habe. Während das nun abtropft, kommen wir nun aber wirklich zu Schritt 3. Oberflächen reinigen. Da das eine schnelle tägliche Routine und keine Tiefenreinigung ist, gehe ich hier tatsächlich nur kurz über die offensichtlich dreckigen Stellen. Das sind zum Beispiel die Fingerdapser rund um die Griffe oder die Soßenspritze auf den Fliesen. Komplett wische ich die Küchenfronten dann etwa alle 2 Wochen ab. Und durch die tägliche Vorarbeit geht das dann auch ganz schnell. Wenn ich mit dem Geschirr und dem Abwischen soweit fertig bin, kommt der 4. Arbeitsschritt. Oder besser gesagt, Mini-Arbeitsschritt. Dabei gehe ich einfach geschwind mit dem Lappen über die Spüle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei uns könnte ich mehrmals am Tag fegen, saugen und wischen. Das mache ich natürlich nicht. Aber das Fegen gehört definitiv zu meiner Routine und ist Arbeitsschritt Nummer 5. Und der neue Eimer hat nun auch seinen ersten Einsatz. Ich wische meist nur einmal wöchentlich. Flecken und Leckereien entfernen wir dann einfach zwischendurch mit einem Bodentuch. Und das war ja schon der kurze Einblick in unser Chaos und in die 5 Schritte, die dieses Durcheinander schnell wieder in Ordnung bringen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen hoch und wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis bald!